Es geht heute um Grenzwertbestimmungen. Wir kennen diese verschiedenen Methoden der Grenzwertbestimmung. Eine Methode ist die sogenannte H-Methode, wobei dieses H eigentlich ein sogenanntes Inkrement ist, also eine sehr kleine Einheit. Die H-Methode ist oft die einfachste Methode zur Berechnung von Grenzwerten. Sie ermöglicht häufig eine Anwendung der binomischen Formeln. Wir kennen vor allem diese erste, zweite und dritte binomische Formel dabei. Es ergeben sich dabei Vereinfachungen, die die Grenzbestimmung einfach erleichtern und überhaupt erst ermöglichen. So, ich habe mal zwei Beispiele rausgenommen. Das erste Beispiel soll lauten: Es ist der Grenzwert zu bestimmen von dem Quotienten x hoch 3 minus 2x plus 1 durch x minus 1 und x soll gegen 1 streben. Wir sehen, wenn ich x gleich 1 einsetzen würde, hätte ich im Nenner 0 und die Division durch 0 ist ja nicht erklärt. Deshalb setzen wir für x die Summe 1 plus h und führen dann den Grenzübergang für h gegen 0 durch. Das sieht dann so aus: x hoch 3 wäre 1 plus h hoch 3, dann minus 2 mal x plus h plus 1 durch 1 plus h minus 1. Hier haben wir auch eine entsprechende binomische Formel dritten Grades. Das wäre ja 1, also 1 hoch 3, dann plus 3h Quadrat plus h hoch 3, dann haben wir wieder minus 2 und dann minus 2h plus 1. Das Ganze durch h. Wenn ich das zusammenfasse, dann kommen wir auf h hoch 3 plus 3h Quadrat plus h durch h. Dann kürze ich das h mit den entsprechenden Werten. Und wir erhalten nur noch den Term Limes von h² plus 3h plus 1 und lassen h gegen 0 streben. Dann geht das gegen 0 und es bleibt übrig der Wert 1. Und damit ist 1 der Grenzwert für diese Funktion meinetwegen, die ich ja als f von x gleich bezeichnen könnte. Noch ein zweites Beispiel. Kamera geht etwas nach links. Wir haben die Funktion f von x gleich x² minus 7x plus 10 durch x minus 5. Es soll x gegen 5 streben. Auch hierbei würde ich wieder eine Division durch 0 erhalten, das nicht definiert ist. Deshalb setzen wir x gleich 5 plus h eingesetzt. Dann haben wir hier im Zähler die erste binomische Formel, dann minus 7 mal 5 plus h. Und dann plus 10 dazu, dividiert durch 5 plus h minus 5. Zusammengefasst liefert mir das der Zähler. 10h plus, was haben wir hier, plus h Quadrat. Also, hier müsste stehen, Entschuldigung, 25 an der Stelle. 25 und dann plus 10h plus h Quadrat minus 35 minus 7h plus 10 durch h. Und das zusammengefasst liefert dann noch 10h plus h Quadrat minus 7h durch h. Jetzt können wir das wieder kürzen, das h, und erhalten dann den Wert. Vorher habe ich noch 10h minus 7h gebildet, das sind ja dann 3h. Und plus h Quadrat durch h, jetzt wird gekürzt, ich habe das nochmal separat geschrieben, ausgeklammert. Dann bleibt nur noch stehen der Grenzwert von 3 plus h für h gegen 0. Und wenn ich den Grenzwert ausrechne, dann habe ich den Wert 3. Das wären also zwei Beispiele, die wir mithilfe der sogenannten H-Methode betrachten.